Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Der Hallesche FC in den dunklen Trikots und mit Trauerflor, da ein langjähriger Vereinsmitarbeiter verstorben ist, gegen den VfR Aalen. 7000 Fans wollen sich diese Partie nicht entgehen lassen und vom Start weg der HFC das spielbestimmende Team. Gerade mal 2 Minuten sind gespielt, Matthias Morris tritt den Ball raus, aber der Kompost wendend wieder zurück. Fetsch. Rehfeld ist das, will zurückpassen zum eigenen Keeper, aber Ajani spritzt dazwischen. Marvin Ajani mit dem frühen Führungstor für die Gastgeber. Sein erster Saisontreffer, natürlich unter gütiger Mithilfe der Defensive der Gäste. Das darf Torben Rehfeld so nicht machen. Ajani ist das egal, er freut sich über die frühe Führung. Und seine Kollegen machen weiter Betrieb. Der HFC richtig gut drin in dieser Partie. Das ist Torschütze Ajani gegen 3 Mann. Lässt sich da gar nicht beirren. Und Pascal so versucht, Ball noch abgefälscht, aber Daniel Bernhard aufmerksam. Pascal Sohm, der heute über den rechten Flügel kommt. Es gibt leichte taktische Umstellungen, da Brain Manu ja aufgrund einer roten Karte nicht zur Verfügung steht. Hier der Ball abgefälscht, aber Daniel Bernhard richtig stark. Weiter. Die Gastgeber, Bentley Baxter-Bahn mit der Ecke, Ajani an die Latte und fetscht dann mit einem Sekt- oder Selterschuss. Aber diesen Kopfball, den hätte Dani Bernhard nicht mehr parieren können. Gerade wenn ich jetzt so nachdenke, bin ich froh, dass wir überhaupt das Spiel noch gewinnen können, weil wenn es 3-4-0 für Halle steht, können wir uns hier nicht beschweren. Also wir sind gar nicht im Spiel, wir gewinnen keinen einzigen Zweikampf, wir spielen nach vorne scheiße, wir verteidigen scheiße, wir machen individuelle Fehler und sind gut bedient mit dem 1-0 bisher. Deutliche Worte von Matthias Morris zur Halbzeitpause, aber auch im zweiten Abschnitt. Zunächst nur Halle und Matthias Fetsch hat das 2-0 auf dem Fuß. Die Gastgeber, sie hätten deutlich höher führen müssen. Was kommt mal von Aalen? Vielleicht mal was nach einer Standardsituation. Posten! Aber die Situation noch nicht bereinigt. Nochmal Morris, der rauslegt zu Sessa und Bär. Dieses Mal scheitert er an Kai Eisele. Die erste richtig vielversprechende Situation in diesem Spiel für den VfR Aalen. Zunächst haben sie Pech bei dem Kopfball, dann findet Bär seinen Meister in Eisele. Aber der VfR Aalen jetzt deutlich verbessert in dieser Partie. Und da ist Royal Dominic Fennell für Aalen. Ja, der spielte letzte Saison noch für den HFC. Hier der Ball abgefälscht von Kapitän Wasshausen. Sonst wäre es möglicherweise richtig gefährlich geworden. Aber Aalen, das ja nur 0-1 zurückliegt, versucht alles, um den Ausgleich zu erzielen. Triani eingewechselt. Eisele kann den Ball unter sich begraben, was er auch muss. Denn ansonsten wäre Lukas Schnellbacher zur Stelle gewesen. Eine Chance gibt's noch. Eine Möglichkeit noch, den Ausgleich zu erzwingen. Daniel Bernhard mittlerweile auch mit vorne. Gibt's nochmal einen Schuss? Ja, den gibt es! Und zwar einen richtig guten. Patrick Schor aus der Distanz, verfehlt aber das Tor ganz knapp. Und da der Ball nur gegen den Pfosten klatscht, bleibt es beim 1-0 für den HFC durch einen ganz frühen Treffer von Marvin Ajani. Die letzten Minuten waren schon heikel, also Aalen hat schon ordentlich Druck nochmal gemacht und ja, gut, dass das am Ende noch über die Zeit bringt. Ja, mega enttäuscht, wir hatten uns das jetzt, glaube ich, verdient. Mein Fehler nach 90 Sekunden, das hat, glaube ich, schon einen Teil dazu beigetragen, dass wir auch schlecht ins Spiel gekommen sind. Hinten raus haben wir es sicherlich verdient, mindestens Unentschieden mitzunehmen, weil wir eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt haben. Zunächst natürlich umso bitterer, aber das nächste Spiel ist gleich Mittwoch, deswegen können wir es gleich wieder gut machen. Mittwoch geht's für Aalen gegen Karlsruhe und Halle sprintet spielfrei durch die englische Woche. Das Match gegen Cottbus findet am 10. Oktober statt. Nächsten Samstag müssen sie dann aufpassen, gegen Rostock nicht auszurutschen.